So, dann verfolgen wir mal unseren legendären Kumpel da. Wieso, oder? Hey, Ryosuke. Hier bist du also. Ist alles okay? Geht's dir gut? Ja, alles klar. Puh, zu Glück, ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Und das alles nur, weil ich unbedingt rausfinden wollte, wo der Ruf herkam. Ah, das bringt doch nichts. Wir müssen jetzt erst einmal schauen, wie du da wieder rauskommst. Versuch mal irgendwie nach oben zu klettern. Wenn du nah genug bist, kann ich dir eins meiner Pokémon vielleicht wieder rausziehen. Was ist das für ein Pokémon vor dir? Das schaut dir immer so an. Vielleicht will das, dass du ihm folgst. Ich habe beide. Ah, okay. Mit welcher hast du jetzt gestartet? Mit Kamessi? Oh, da ist ein Hundooster. Wow, krass, Wahnsinn. Oh, da ist ein Hundemon. Okay. Ups. Das war natürlich ein bisschen dumm gelaufen gerade. Ich habe ihn leider gekillt. Ja, Hunduste will ich eigentlich gerne in mein Team tun, weil ich habe ja gerade jetzt noch kein Feuer-Pokémon. Ich bin gerade so über den Boden geslidet. Also, seht ihr nicht die Grafik vom Gras da? Das sieht so, boah, so Porno. Nein, wollte ich kein. Wollte ich. Einfach laufen und dann B. Nice. Hui. Okay, gut zu wissen. Ah, eine unsichtbare Wand. Wie geil ist denn das denn? Sowas liebe ich. Oh, ein Dickter. Alter. Same. Klasse, Diktator wurde gefangen. Oh, ich habe zweimal Diktatorerde Erde kassiert. Ah, das sind die Hunde ist das. Oh, es sind aber viele. Darf ich gegen alle kämpfen? Oh, da haben sie aber ganz schön schnell Schiss gegeben. Aber komisch, dass wir dieses Mal effektiv sind wie in USO, USO, Ultrasonne und Mond. Die Hundusse in dieser Höhle sind ziemlich. Es beruhigt mich zwar, dass du deinen Beschiss an der Seite hast. Ja, danke, wie schnell geht denn der Text, Alter?
Oh, ich hätte gerne den Hulduster gefangen. Oh, das hat reingehauen. Diese Felsen ist komplett zerrümmert. Oder war es das? Echt ein normaler Tag? Ich muss mir das unbedingt in der Nähe anschauen. Pass auf, Ryosuke, da kommt irgendwas. Jetzt kommt Hundemann. Achtung, hinter dir! Ja, das war klar. Level 40, ja genau! Ah, dass der mich outspeedet, das war ja klar. Oha! Einfach auf 40 Coins. Ach, der rettet mich einfach. Hier oben, komm schnell. Ach, hätten wir doch einfach nur eine Synchro. Wenn es nur eine englische gewesen wäre, hätten wir doch, oder eine japanische, hätten wir einfach eine Synchro. Dann wären so welche Szenen ein bisschen besser. Ich kann nicht glauben, wie ruhig du geblieben bist. Du wurdest. Das wurde richtig brenzlig. Wow, ist alles in Ordnung mit ihm? Vielleicht ist es der Chef, weil er seine ganze Kraft aufgebraucht hat. Und was für ein Pokémon ist das überhaupt? Es sieht ein bisschen wie ein Mopex aus. Aber so eine Form habe ich noch nie gesehen. Und dann hat es auch noch plötzlich sein Aussehen geändert. Meinst du, es geht ihm gut? Gute Frage. Nebenbei Dokken Boy Tournament. Du weißt das also nicht. Ja, ich habe heute Morgen schon einiges gegrindet. Aber zum Glück ist dir nichts passiert. Der Kampf gerade war wirklich beeindruckend. Du und das seltsame Pokémon, ihr wart ganz in Einklang, dass ihr gegen Hundemann gekämpft habt. Ach, du hast ihm gar nicht gesagt, was er tun soll? Ich hatte gedacht, das wäre jetzt dein Pokémon, aber wohl doch nicht. Oh, schau mal, es scheint ihm ein bisschen besser zu gehen. Ein Glück. Der mysteriöse Rufräum, meinst du, er kam von diesem Pokémon hier? Mann, oh Mann, je länger man es anschaut, desto seltsamer wird das. Ich möchte auf jeden Fall gegen es antreten, wenn du es trainiert hast. Lass uns am besten unsere Handynummern austauschen, nur für den Fall, dass sowas nochmal passiert. Handynummer abgecheckt. Boah, so, ach so würde ich das auch gerne machen. Und hier mit diesem Item kannst du einem Pokémon eine Attacke beibringen, die dir gegen starke Gegner bestimmt hilfreich sein wird. Sternschauer. Wow. Überleg dir alles. Allerdings gut, wie du es nutzt. TMs kannst du nämlich nur einmal einsetzen. Ach, das haben sie jetzt wieder eingebracht, oder was? Oh, warum? Aber jetzt sollten wir uns nach den ganzen Strapazen erstmal ausruhen. Komm, legen wir auf den Leuchtturm eine Verschnaufpause ein. Was ich jetzt ein bisschen schade finde, ist halt, dass ich kein Hunduster fangen konnte. Was ist wieder drin?
Hä, was meinst du? Ist das etwa... Was machst du denn hier draußen? Das hat nichts mit euch zu tun. Moment, dich kenne ich doch. Pepper, richtig, aus dem gewissen geisteswissenschaftlichen Zweig. Du bist doch der Sohn von diesem Pokémon-Professor, Professor Futurus. Lass meinen Vater aus dem Spiel, okay? Ich will wissen, dass das, was dieses Ding hier macht und dazu auch noch in dieser Form. Es hat mich gerettet. Wir haben einen seltsamen Ruf gehört und wollen die Sache nachgehen, aber dann ist Risuke die Klippe runtergestürzt. Dieses Pokémon hat ihm geholfen. Ich glaube, er hat dabei seine ganze Kraft aufgebraucht und sieht deshalb so aus. Aber du hättest es sehen sollen, wie stark es war, bevor es seine Form gewechselt hat. Na, du meintest doch, dass sie was wieder zurück ins Game gebracht haben. Ja, du konntest ja bei, ich weiß nicht mehr, bei welchem Pokémon das war, da konntest du ja die TMs unendlich mal benutzen. Jetzt haben sie es wieder eingeführt, dass du sie verbrauchen kannst. Das finde ich dämlich. Ich weiß schon, aber in dieser Form kann es nicht kämpfen. Die wahre Form von Miraidon ist die, die es im Kampf annimmt. Dieses Pokémon heißt Miraidon? Woher weißt du das? Ja. Du kannst nicht ins Labor, diese Tür ist abgeschlossen. Dein Gesicht sagt mir rein gar nichts, aber der Uniform nach bist du auch an der Akademie. Miraidon ist kein Pokémon, das sich von jedem dahergelaufenen Trainer rumkommandieren lässt. Ach ja, was für ein Pokémon ist es denn? Lass mich erstmal testen, ob du überhaupt das Zeug hast, dich um es zu kümmern. Na, traust du dich? Ja, klar. Hä, du hast einen Funken mehr Motivation, als ich dachte. Mach mal einen Trainerkampf. Bei einem Kampf komme ich wenigstens auf andere Gedanken. Naja, seit Schwarz und Weiß war es so. Bis Schwert und Schild. Okay. Ich habe da ein paar unschöne Erinnerungen in mir geweckt, dafür werde ich mich revanchieren. Okay. Tschüss, Raffe. Absorbe erlernt. Was? Du hast nur ein Pokémon, willst du mich verarschen? Ein bisschen was scheinst du ja auf dem Kasten zu haben. Spitze gekämpft. Mit meinen gerade erst gefangenen Pokémon hatte ich wohl eh keine Chance. Naja, wenn du diese Pokémon wirklich in deinen Obhut nehmen willst, wirst du es hier brauchen. Mit diesem Pokéball kannst du es unter Kontrolle bringen. Du erhältst Miraidons Pokéball. Aha. Und warum genau? Hast du sowas? Puh, endlich, bin ich das Ding los. Man sieht sich. Hä? Hey, ich habe dir eine Frage gestellt. Dann halt nicht, wir sind uns in der Akademie, vorausgesetzt, du kommst ausnahmsweise an. So ein komischer Typ. Aber scheint einiges zu wissen. Wenn ich das nächste Mal erwische, muss ich unbedingt gegen ihn kämpfen. Vielleicht kann ich ihn ein paar Antworten aus ihm rausquetschen. Komm, gehen wir auf den Leuchtturm und von dort oben können wir die Akademie sehen. Ja, aber ins Team nehmen darf ich es noch nicht, wie es aussieht, hä? Schade. Ich hätte es gern schon mal in mein Team geholt. Aber es ist wahrscheinlich zu hohes Level. Schau mal, da hinten liegt Messalona City. Das große Gebäude mit dem Pokéball drauf ist die Akademie. Ich freue mich schon total drauf, mit dir in einer Klasse zu sein, Ryosuke. Ich freue mich auch.
Das wollte ich hören. Wir werden so viel lernen und so viel gegeneinander kämpfen. Ah, die Aussicht vom Leuchtturm ist einfach großartig, findest du nicht? Berge, saftige grüne Wiesen und dichte Wälder, soweit das Augen reicht. Ja, alles sehr verpixelt. Und in dieser herrlichen Natur leben so viele Pokémon, die nur darauf warten, dir zu begegnen. Also in diesem Sinne, willkommen in Paldea. Dankeschön. Okay, wie du siehst, ist es noch ein gutes Stück bis zur Akademie. Lass uns erstmal nach Pratolido gehen. Das liegt auf dem Weg. Auf geht's. Cool. Ach stimmt, alle Trainerkämpfer sind ja jetzt optional, gell? Oh, ich glaube, du hast einen Tauros. Wenn wir Pokémon-Trainer uns gegenseitig ansprechen, steht ein Kampf an. Knirps Diego fordert dich heraus. Na komm, Diego. Tarunde. Oh, okay. Hat er mehr als ein Pokémon? Oder wieder nur eins? Ach, der hat wieder nur ein Pokémon. Was soll denn die Scheiße? Oh, Spezialangriff hat er gesenkt. Na, das klappt physisch und deswegen scheißegal. Wow, dein Pokémon sind richtig stark. Nein, wow, dein Pokémon ist einfach wreck. Wreck, 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 wreck. Oh, was haben wir hier? Azure. An Azure und Anton. Oh, Azure hält schon ein bisschen was aus, hä? Na, bei der Gelegenheit muss ich mal auf ein paar Pokébälle kommen. Oha, Anton. Ja, Mann, Anton. Ich will unbedingt noch eine zweite Ente in mein Team haben. Oh, Pamelin! Hallo! Also wieder neu. Ich liebe Anton. Da musst du gleich Shiny grinden. Weil Shiny ist übelst geil. Diese blaue Ente feiere ich übelst. Pamelin, stirb nicht. Stirb nicht, stirb nicht, stirb nicht, danke. Lei, hast du damit jetzt gesagt, ich soll Anton in mein Team tun und es nach dich benennen? Ich habe ein Shiny Anton. Ja, wo? Ja, sollst du. Okay, mache ich. Flügelschlag. Okay. Genauigkeit auch immer noch 100. Ja, okay, dann machen wir Klapsack. Okay, dann brauchen wir aber ein männliches Anton. Und Gen 4 noch. Ah, okay. Komm, sei gleich männlich. Sei männlich, sei männlich, sei männlich, sei männlich, sei männlich, sei männlich. Komm, Anton, sei männlich! Wolke 7 von Anton wirkt, okay. Ah, du bist weiblich, Mann, hau ab! Wir wollen ein männliches Anton.
der Sexist in mir ruft. Weiblich geht gar nicht. Komm, sei männlich. Ah, wieder weiblich. Was soll denn das? Ah, wow, wo kommt das Anton vor einmal her? Sei männlich, sei männlich, sei männlich, sei männlich. Bist jetzt männlich? Ah, das ist doch. Das Spiel will mich doch verarschen. Komm, sei jetzt männlich. Anton. Anton. Der heftige Anton-Grind. Das greift mit seiner Route an. Du bist aber weiblich. Weg mit dir. Ich möchte ein männliches. Bist du männlich? Das ist Mobbing. Mobbing für mich oder Mobbing für... Ja, männlich! Oder Mobbing für die... Oh. Okay. Bleib gleich drin. Anton, zick jetzt nicht rum. Nicht zicken, Anton. Nicht zicken, Anton. Geht doch. Anton. Ja. Anton wird leid. Nicht, dass ich es falsch geschrieben habe. Nee, ich habe es richtig geschrieben. In mein Team. Wen machen wir raus? Ferkuli machen wir raus. So, Anton. Anton ist im Team. Ah, Alter. Das Hauptspross lässt mich ja gar nicht in Ruhe. Autoheilung. Okay. So. Anton, gib ihm. Lai, warum? Jetzt aber Lai, komm. Oh, läuft. Und da hat Anton gleich instant eins aufs Maul gekriegt. Ja, okay, das Problem ist halt, dass der gerade noch nicht trainiert ist. Okay, keine Ahnung, wen Torben gerade eins aufs Maul gehauen hat. Okay, Torben macht weiter. Torben gibt Gas. Alter, Torben gibt Gas, Alter. Der haut jetzt alles platt, was da ist. Alter, der ist ja richtig angriffslustig gerade. Atschüss. Alter, das lässt er nicht auf sich sitzen, wie es aussieht. Alter, guck mal. Die kleine Ente haut gerade alles kaputt. Alter, tschüss. Kranke Scheiße. Alter. Alter. Hat jemand ja Blut geleckt, Alter. Schaut euch mal das an. Guck mal.
Torben mag es nicht, dass Laia angegriffen worden ist. Deswegen ist er jetzt auf Kampflust eingekommen, ey. Krass. Okay, das war jetzt witzig, aber jetzt machen wir weiter. Oh, da ist dieses neue Felino. Du bist so hässlich. Komm, dich will ich. Ich hab Torben Ehrenbruder. Ja, Mann. Muss dich nicht. Anton Bros. Ja, Mann. Was ist denn der? Der ist immer noch Typ Boden, aber der ist jetzt auch Typ Gift, gell? Dieses Felino. Ja, Giftboden. Den will ich in mein Team haben. Dich tausche ich auch durch den Käfer. Gut, ich denke mal, der Rest macht Torben einfach so, denke ich mal. Oh, da ist Drassler, da ist Drassler, da ist Drassler, da ist Drassler. Ah, das. Wer will Drassler sein? Drassler kommt in mein Main-Team. Bitte sei weiblich, 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 sei weiblich, sei weiblich, sei weiblich. Ja, beste Leben. Oh, bei Drassler habe ich aber Angst, das Ding hat keine Verteidigung. Nicht, dass es gleich stirbt. Ah, ich mache mal diesen. Drassler kommt in mein Team. Also wenn niemand im Chat nach Drassler benannt wird, dann benenne ich es nach. Okay. Dann benenne ich es nach Ding, nach Icy. Das wird nämlich mein Gardevoir. In mein Team, safe. Tschüss, Hopspross. Was bist du? Wuff. Ups, ich wollte es doch eigentlich fangen. Oh, das Ding hat aber gute EP gegeben. Oh, ein Fluffeluff. Alter. Wie viele Pokémon sind in einer... Außerdem, was mich wundert, ist, wie viele Baby-Pokémon das hier gibt. War das nicht sonst immer so, dass man die nur aus Ei... Oh, One-Shot, ernsthaft. Okay. Da fangen wir mal das Fluffeluff. Ich finde es interessant, dass der Dude von vorhin, der meinte, lass meinen Vater aus dem Spiel. Jetzt auch sagt, lass meine Mutter aus dem Spiel. Echt? Aber bist du schon so weit oder was?
Ach, der ist du Fee, okay. So, Pocket-Center. Oder beziehungsweise unsere Tankstelle. Hey, hier drüben, Ryosuke. Ah, guck mal, ich guck mal den Pikmin wieder an, ich schwelle feier so hart. Leider hat er keine Entwicklung. Das hier ist ein Pokémon-Center. Hier gibt es einige nützliche Dienste für Pokémon-Trainer, aber sie können das sicher besser und genauer erklären als ich. Ich will keine Erklärung. Ja, bla. Ja, Supermarkt, schön. Ich werde das lese ich jetzt nicht vor, das ist mir so scheißegal. Oh, TM-Maschine, schön. Ja. LP sind mega nützlich, dann kannst du an dieser Maschine oder eben auch in Laden ausgeben. Ich habe eine ganze Menge davon. Hier, ich gebe dir welche. Nice. Und die sind auch für dich. Oh, ein Haufen Pokématerial. Mit dem Freundeskreis-Funktion kannst du dich über die Kommunikationsfunktion mit anderen Trainern zusammentun und dich mit ihnen ins Abenteuer stürzen. Schau immer gerne bei Pokécenter vorbei, wenn du Hilfe benötigst. Vielen Dank für die tolle Erklärung. Ja, danke. Brauchst du eine helfende Hand? Bla bla bla. Halt die Fresse. Ich schwör, also Tutorial geht mir echt auf den Zeiger langsam. Ja, hab ich schon längst gemacht. Also Trasse ist beispielsweise eins der Viecher, die safe in meinem Main-Team sind. Übrigens, falls du es noch nicht wusstest, wenn du nicht weißt, was du als nächstes tun sollst, dann kannst du eine Empfehlung für dein Reiseziel holen. Oh, okay. Bitte bei uns bald wieder. Gut. So. Dann machen wir mal hier kurz einen Break.